willkommen zu einer neuen Autoshopping-Folge. Heute mal in Interlaken. Wir müssen nicht immer nach Thun fahren, ne? Oder nach Quatt. Das ist jetzt, also die Mischung, das ist Opel und das ist VW. Und da hinten ist ein Audi. Und die gehören zusammen. Also die werden hier beide verkauft. So die Erzfeinde eigentlich, ne? Ich war ja eigentlich ein VWler, ganze Zeit. Und der Opel von meiner Frau war eigentlich so der allererste. Also davor hätte ich... Na, fokussier doch mal, du Drecksding. Hallo? So. Davor hätte ich eigentlich nie einen Opel gefahren. Stimmt auch nicht wieder, aber als ich damals meinen Golf hatte, hättest du mich mit Opel jagen können. Ich hatte einen Kumpel, dessen Vater hatte einen alten Corsa gehabt. Oh, habe ich gehasst wie die Pest. So richtiger Hass, ne? Mittlerweile bist du auch schon oben drüber. Und deswegen stelle ich euch heute zur Versöhnung da sozusagen einmal ein Performance Opel, einmal ein Performance VW vor. In der Preisklasse kann man sich leisten. Ja? Also nicht irgendeine abgehobene Scheiße, sondern kann man sich leisten. Gebrauchtwagen. Ja? Also machen wir gleich Gebrauchtwagen. Check, ohne zu checken. Also vom Außen. Und ersten, und den bin ich gefahren, den hatte ich für ein Wochenende in Dubai gehabt. Da bin ich Jebel Hafid hochgeballert mit. Ja? Corsa OPC. So wie er da steht, ist er wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja? Wir haben Doppelauspuff und er ist gar nicht mal so klein. Also wenn wir uns den mal anschauen, ja, da passt jetzt keine Faust rein, aber es ist schon gut. Ja? Dann geile 18 Zöller, ja? Gehen wir nach vorne. Und das ist halt die Nürburgring Edition. Und genau den bin ich in Dubai gefahren. Da war es so ein roter gewesen. Ja? Und von vorne Schweller, so ein bisschen Lufthutzen-Style an der Stoßstange, ein bisschen tiefer, Lippe vorne, Seitenschweller, den Flügel hinten. Seht ihr hier? Immer ein Problem beim Corsa, die C-Säule. Extrem fett, richtig schlechte Sicht nach hinten. Aber was richtig gut ist beim Corsa, sind die Sitze. Wirklich sehr geile Recaro-Sitze. Die sind wirklich genial. Ja? Cockpit gut, ist halt ein Corsa, ein bisschen bling-bling mit ein bisschen Lack. Problem von dem werde ich euch gleich sagen, aber bevor wir da hingehen, gucken wir uns erstmal an. Also 1,6 Liter Turbo, Nürburgring Edition. Das ist ein Baujahr, März 2012, also jetzt 4 Jahre alt, knapp 63.000 Kilometer gelaufen, 211 PS, nicht schlecht, aus 1,6 Litern. Und soll er 16.083, also hier nochmal in nahe für euch. Gar nicht mal so schlecht. Und der gefällt mir echt gut. Leistungsmäßig hat mir der echt Spaß gemacht, so vom Fahren her. Das einzige Problem, was der Corsa OPC hat, genauso wie der Astra OPC, ist das Getriebe. Es ist manuell, das ist schon mal geil, aber es ist scheiße. Es ist richtig scheiße. Vor allem der erste und zweite Gang sind so dermaßen derbe Kacke übersetzt und einfach hakelig, dass einem der Spaß vergeht. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen heller stellen. Ne, das ist dunkler. So. Und das hat eigentlich den ganzen Fahrspaß am Auto kaputt gemacht, weil den ersten, den hat man ja drin, aber den zweiten dann rein ist so verdammt hakelig, dass die meisten, die wirklich irgendwas an dem Opel machen, das allererste ist eine, wie heißt es? Eine Schaltwegverkürzung, weil die sind sowas von schlimm. Ja, ansonsten ist das Auto wirklich, sieht geil aus, Leistung ist es genug und ist wirklich cool. So, und davon der Competitor sozusagen, ja, wie kann man sagen, Competitor, nicht Feind, Feind hätte ich früher gesagt, Konkurrenz, genau, ist der Polo GTI, den wir hier gleich dreimal haben, zweimal in der Version, geil aussehend, ja, schauen wir uns mal an, 1,4 Liter Motor. Ist auch im 2012, auch im März 2012. 18.240. Also können wir eigentlich richtig gut vergleichen, ja? Beide sind gleich alt, wobei der hat nur 7.400 Kilometer gelaufen. Hat 180 PS, halt also weniger PS und hat 0,2 Liter weniger Hubraum. Ja? Aber wir haben Bixenonlicht. Der andere hatte kein Xenon, hatte nur normale Scheinwerfer. Hat aber auch geilere Sitze, der andere gehabt. Der hat halt die ganz normalen Karu-Sitze. Wobei halt in das Cockpit sieht, ne, irgendwie ein bisschen geil aus. Viertürige Variante.
Hat auch einen Spoiler, aber so ein bisschen kleiner. Also bei VW ist sowieso alles immer ein bisschen dezenter, ne? Und nicht so krass. Ja, daneben haben wir gleich zum Vergleich den Dreitürer. So, schaut mal. Das machen wir so. Dreitürer. Viertürer. Ja. Von hinten. Auspuff auf der linken Seite, Doppelrohrauspuff. Sieht gar nicht mal schlecht aus in Weiß. Für die typischen GTI-Felgen eigentlich, die es auch im Golf gab. Ja. Was soll der hier kosten? Der Dreitürer. Wie alt ist der? Das ist ein Mai 2013, also ist ein Jahr jünger. Mit 45.000 Kilometern, 17.980. Also ein bisschen billiger sogar. Ja. Und dann haben wir noch die ältere Variante davon. Irgendwie fokussiert der nicht so doll. Ist ein 2007er, das heißt, er ist 9 Jahre alt, Juni, 75.000 Kilometer, 150 PS. Das heißt, die Variante hat noch 30 PS weniger. An 1,8 Liter Turbo. Ja, also 1,8, 1,8, 1,6 der VW. Und der hat gar nichts wirklich an Bord. Ja. Finde ich auch extrem hässlich, muss ich sagen. Die Variante vom Polo war irgendwie zu feminin. Die anderen sind ein bisschen maskuliner, ein bisschen eckiger. Das Ding hat nichts. Ja. Ja, ansonsten war da hinten noch. Jetzt laufen wir da jetzt noch hin. Kommen wir noch hin. Golf R. Das sind jetzt Gebrauchtwagen hier. Und hier sind die Neuwagen. Audi SQ5. Ich glaube, den habe ich mir angeschaut. 85.000 oder was. Crazy. So. Haben wir einen All-Black Golf R. Golf R. Ich glaube, der kostet 54.000. Krank. Und der neue Golf GTI Clubsport. Ich glaube, der ist bei irgendwie 46.000 oder 44.000 oder sowas. Ja, ist halt ein bisschen, ne? Aber das war es eigentlich gewesen. Kleiner Vergleich: Opel VW. Jetzt wieder ein bisschen hell. So, ein bisschen dunkler. Und ja, so eine kleine Carshopping-Folge, weil hatte ich gesehen gehabt, als ich vorbeigefahren bin, dachte ich, ja, halt nochmal an und zeige ich euch. Wenn ihr mehr von diesen Carshopping-Folgen sehen wollt, dann sagt bitte Bescheid. Ich weiß nämlich nicht so wirklich, was ihr jetzt im Moment schauen möchtet, denn von den Views her, muss ich sagen, habe ich nicht wirklich viele. Ich habe immer noch Abozahlen, die gehen nach oben. Hat sich mittlerweile dieses eine Jahr, seitdem ich in der Schweiz bin, hat sich echt ein bisschen verändert. Die ganzen Englischsprachigen sind so ein bisschen weg und mehr Deutschsprachige. Wobei auch wirklich von den ganzen Abonnenten, die ich habe, und der ist mittlerweile 20.500 oder sowas, schauen nur knapp 9%, 10%. War zwischenzeitlich so 17, 18, 19% und dann ist es wieder runtergegangen. Also die meisten von den Leuten, die meine Videos gucken, sind nicht Abonnenten. Das heißt, ich weiß nicht, was ihr gerne sehen wollt. Also sagt mir bitte Bescheid. Wollt ihr mehr Car-Shopping? Wollt ihr mehr Car-Reviews sehen? Da versuche ich wirklich jetzt demnächst was zu machen. Ist alles ein bisschen komplizierter in der Schweiz, alles ein bisschen traditioneller und es dauert einfach ein bisschen länger. In Dubai war es eigentlich easy. Ich habe angerufen, habe gesagt, ich habe einen Kanal, ich will Auto reviewen. Ich so, komm vorbei, hier hast du die Karte, fährst du. Ja, die haben mir Autos gegeben, die waren 100.000 Euro, die waren 130.000 Euro. Ich hatte sogar den Rolls-Royce Ghost gehabt. Was kostet das Ding? 300.000 Euro. War kein Problem gewesen. Hier ist das alles ein bisschen, es ist alles sehr viel schwieriger. Aber ich arbeite dran. Ich versuche auch ein bisschen Moto-Videos reinzukriegen, da bin ich auch gerade dabei. Vielleicht nächste Woche, Ende nächste Woche habe ich ein bisschen mehr Infos. Ja, wie gesagt, ist nicht easy. Ansonsten, ja, sagt Bescheid, was ihr wollt, was ihr mögt. Carpons kann ich leider nur machen, wenn ich wirklich Autos habe. Wenn ich keine Autos habe, kann ich auch keine Carpons machen. Und ja, jetzt genug gequatscht. Subscribe, liken, teilen. Bis dann. Ciao. Mm-hmm.